Hi, da bin ich wieder. In der mündlichen Take C1-Prüfung musst du entweder ein Zitat oder ein Sprichwort interpretieren. Ein sehr, sehr kurzer Tipp von mir: Widerlege es, sag, es ist Blödsinn, was in diesem Zitat oder in diesem Sprichwort steht. Wahrscheinlich denkst du, wenn ich das mache, dann sagt der Prüfer, vielen Dank, Sie dürfen die Prüfung wiederholen. Aber ich werde dir in diesem Video erklären, warum das nicht so ist. Und die Inspiration für dieses Video habe ich mir im Buch von Julian Backhaus in dem neuen geholt. Es heißt Bullshit Rules. Und obwohl es einen englischen Titel hat, der einfach besser klingt als das deutsche Äquivalent, es geht hier um 50 Regeln, die du brechen musst, um Erfolg zu haben. Unabhängig vom heutigen Video möchte ich dir dieses Buch sehr ans Herz legen. Es ist kein Werbevideo dafür, wofür ich bezahlt wurde, aber ich kann es dir einfach herzlich empfehlen, um, Achtung, unter anderem für die Prüfung verschiedene Sichtweisen zu üben und ein bisschen out of the box zu denken, ja, ein bisschen ja, alternativ zu denken, kreativ zu denken. Und ich wiederhole in unseren Kursen immer wieder, dass es sehr, sehr wichtig ist für die Prüfung. Warum? Weil du nicht auf jedes mögliche Thema vorbereitet sein kannst. Das geht nicht. Es gibt immer irgendwelche Themen, von denen du keine Ahnung hast. Was gibt es für eine Lösung? Du kannst universelle Dinge vorbereiten, die du auf ein beliebiges Thema anwenden kannst und mit denen du argumentieren kannst. Oder aber, und das ist meine These, es ist immer viel einfacher, dagegen zu sein. Hört euch irgendwelche politischen Debatten aus dieser Zeit an. Wegen der Kanzlerwahl gibt es ganz viele Debatten, wo eben, ja, heftig diskutiert wird zu verschiedenen Themen. Und glaubt mir, es ist so viel einfacher, dagegen zu sein, als dafür zu argumentieren. Ich habe euch heute drei Sprichwörter mitgebracht, von denen ich nichts halte. Das sind sozusagen keine Bullshit Rules, aber letztendlich sind es Bullshit Rules, die in unserer Gesellschaft als Rules, also Regeln, akzeptiert werden. Und ich möchte euch zeigen, wie man das eventuell in einer mündlichen Prüfung präsentieren könnte. Es ist ja nicht genug zu sagen, zum Beispiel Nummer 1, wer schön sein will, muss leiden. Was ist damit gemeint? Damit wirbt zum Beispiel die komplette Schönheitsindustrie, die komplette Wellness, Fitness und was es alles gibt, Industrie. Es heißt, naja, wenn zum Beispiel eine Frau möglichst schön und schlank sein möchte, darf sie nicht das essen, was ihr schmeckt. Sie muss irgendwelche Proteinshakes trinken und Kalorien zählen und so weiter. Aber die Idee ist, sie darf keinen Spaß im Leben haben, zumindest keinen gastronomischen Spaß, weil sie dann ja nicht schön ist. Oder irgendwelche Schönheitsbehandlungen, die man über sich ergehen lässt oder die Frau über sich ergehen lässt, die ziemlich schmerzhaft sind, die unangenehm sind, die viel Geld kosten. Aber warum macht man das? In der Hoffnung, dass dann die Schönheit noch strahlender wird danach. Oder dass man vielleicht 5 Jahre jünger aussieht, als man eigentlich ist. Ich halte von diesem Spruch, von diesem Sprichwort nicht viel. Also, ein kleiner Tipp. Versuche jedes dieser Wörter erstmal zu hinterfragen. Hier steht, wer schön sein will, muss leiden. Ich würde an dieser Stelle meinen Gesprächspartner in der Prüfung fragen, wir müssten erstmal darüber diskutieren, was überhaupt schön bedeutet. Schönheit ist ein Begriff, der in unterschiedlichen Kulturen und in unterschiedlichen Ländern vollkommen unterschiedlich gedeutet wird. Und wenn wir noch verschiedene Epochen vergleichen, verschiedene Zeiten, dann werden wir wahrscheinlich gar keinen gemeinsamen Nenner finden. Also, ich würde erstmal meinen Gegenüber fragen, was bedeutet für dich Schönheit? Was ist das? Und dann müssten wir auch das Wort Leiden klären. Leiden bedeutet was? Bedeutet Schmerzen haben oder bedeutet keinen Spaß haben, keinen Spaß haben im Leben und so weiter. Also, das ist eine ganz elegante Taktik, wenn man sich an jedem Wort in diesem Sprichwort aufhängt
und es erstmal umdreht und sagt, okay, wir kennen alle diesen Spruch, aber was bedeutet der eigentlich? Wenn wir das Thema Schönheit diskutieren, könnten wir sagen, naja, aber wahre Schönheit ist doch nicht das, was außen ist. Es gibt Menschen, sie sind vielleicht vom Gesicht her nicht wahnsinnig schön, aber sie haben eine schöne Seele. Sie haben, sie sind Künstler zum Beispiel, oder sie haben etwas Wunderbares in diese Welt gebracht, etwas kreiert. Und da ist es völlig egal, ob sie schön aussehen oder nicht schön. Sie haben eben eine schöne Seele. So. Und wenn du in dieser philosophischen Diskussion bist und du musst bedenken, in der Prüfung dauert es nur 5 Minuten. Das heißt, wenn du deinen Gesprächspartner in der Prüfung dazu bringst, alles erklären zu müssen, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Grundsätzlich ist es immer viel einfacher, nicht einverstanden zu sein mit dem, was jetzt in dem Sprichwort oder in dem Zitat behauptet wird. Und viele Prüfungsteilnehmer haben panische Angst davor zu sagen, ich finde, es ist Blödsinn, und es dann zu begründen, weil sie denken, na ja, aber es wird vielleicht meine Denkweise bewertet und vielleicht denke ich ja anders als die Prüfer und das Zitat hier ist von Goethe, also kann ich doch nicht einfach sagen, dass Goethe nicht recht hatte mit dem, was er gesagt hatte. Man kann jedes Zitat und jedes Sprichwort relativieren. Man kann sagen, möglicherweise hat dieser Spruch gestimmt zu den Zeiten, als er entstanden ist. Nur wir sind jetzt im 21. Jahrhundert in einem bestimmten Land, in einer bestimmten Kultur und jetzt müssten wir diesen Spruch erneut auf die Goldwaage legen und abwägen, stimmt das überhaupt noch? Oder wir müssen es nicht in der ganzen Gesellschaft diskutieren, wir müssen einfach für uns selbst entscheiden, stimmt es für mich so oder stimmt es nicht? Ich habe zum Beispiel zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben gesagt, dieser Spruch wird nicht mein Leben bestimmen. Irgendjemand hat gesagt, Frauen müssen so und so aussehen. Es interessiert mich nicht. Ich bin nicht eine von diesen Frauen, die das glauben. Also stimmt dieser Satz für mich nicht. Und mein Leben ist schlagartig viel einfacher geworden. So, wir bleiben jetzt beim Thema Prüfung. Ich habe noch ein Beispiel für dich. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Das ist wieder ein bisschen altmodisch formuliert, aber es bedeutet im Prinzip, man sollte sich nicht zu früh über etwas freuen. Ich finde, dass dieser Satz kompletter Schwachsinn ist, weil es sehr nützlich ist, sich auch während du etwas machst, zu freuen. Wenn ich zum Beispiel als Unternehmerin Kurse kreiere und Kurse verkaufe und ein Buch schreibe und mich nicht freue, bevor das Buch ein Bestseller geworden ist, mich nicht freue, während ich das Buch geschrieben habe. Ich habe jetzt gerade ein Buch fertig geschrieben und es ist jetzt beim Verlag und ich freue mich jeden einzelnen Tag darüber, dass ich dieses Buch geschrieben habe und dass ihr mir die Ideen dafür gegeben habt. Das heißt, wenn ich nach diesem Sprichwort leben würde, würde ich denken, na, ich warte mal, bis mein Buch sich angefangen hat, richtig gut zu verkaufen und dann kann ich mich freuen. Vielleicht. Aber ja, auch dann, also es hat sich angefangen, gut zu verkaufen, aber ich weiß ja nicht, ob es sich in einem Jahr immer noch verkauft. Und dann weiß ich ja nicht, ich muss wahrscheinlich viele Steuern bezahlen, wenn ich das Geld für das Buch bekomme. Also kann ich mich eigentlich gar nicht freuen. Menschen, die nach diesem Sprichwort leben, freuen sich überhaupt nicht. Das ist Blödsinn. Das sollte man ganz anders machen. Und ich finde, man sollte sich im Leben über jeden kleinen, unwichtigen Schwachsinn freuen. Einfach nur, weil man hier und jetzt ist im Leben. Ich bin nicht in einem Monat, ich bin nicht in 2 Jahren. Ich bin hier jetzt. Das ist mein Leben. Und es gibt so viele Menschen, sie sagen, na ja, ich werde mich über etwas freuen, wenn es soweit ist. Und der Gedanke dahinter ist, vielleicht klappt es ja gar nicht. Ich habe mich um einen tollen Job beworben, also ich nicht, ich habe schon den tollen Job, aber hypothetisch sagt es jemand, ich habe mich um einen tollen Job beworben und ich freue mich aber noch nicht, weil es könnte ja sein, dass ich den Job nicht bekomme. Und
Ich finde, man sollte sich an jeder, zu jeder Minute, jedes Tages, man sollte sich jede Minute und an jedem Tag seines Lebens freuen. Über alles Mögliche, über Kleinigkeiten, auch wenn du gerade in einer schwierigen Situation bist und objektiv betrachtet, naja, es könnte schon ruhig besser sein. Finde etwas, worüber du dich freuen kannst. Und es bedeutet nicht, dass die negativen Dinge sofort alle verschwinden, aber du wirst einfach ein entspannteres Leben haben, du wirst eine entspanntere Haltung einnehmen. Es gibt Menschen, sie können sich über nichts freuen. Ich hoffe, ich gehöre nicht dazu. Und es gibt Menschen, sie freuen sich über alles. Das schaffe ich tatsächlich auch nicht. Es gibt auch genug Situationen, in denen ich sauer bin, in denen ich wütend bin, in denen ich enttäuscht bin. Und das gehört dazu. Ich bin ein lebendiger Mensch. Aber der Spruch, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, stimmt für mich, für mein Leben nicht. Deswegen würde ich in der mündlichen C1-Prüfung behaupten, dass dieser Satz absoluter Schwachsinn ist. Und ich würde wahrscheinlich die Prüfung damit bestehen, nicht nur weil ich ziemlich passabel Deutsch spreche, sondern weil eine Gegenargumentation immer einfacher, zumindest im Kontext der Prüfung natürlich, immer einfacher ist und unerwartet wirkt. Weil die Prüfer sind es gewohnt, dass die Prüfungsteilnehmer sagen, ja, dieser Satz ist sehr wichtig, weil. Und diesen Satz hat Herr Schiller oder Herr Goethe oder sonst wer gesagt, dann muss er ja richtig sein. Es kann sein, dass du in der Prüfung ein Zitat bekommst von einer berühmten Person, die aber leider, zumindest für unsere Zeit, völligen Blödsinn gesagt hat. Also wenn wir ein Zitat nehmen aus 1722, es kann sein, dass es für die Zeit, für den Kontext gepasst hat, aber für uns passt es nicht mehr. Das Problem unserer Welt ist ein bisschen, dass wir viele Dinge einfach so, ohne kritisch zu überlegen, übernehmen und wir sagen, naja, warum sollte ich das hinterfragen? Das haben die Menschen vor mir auch immer gemacht. Meine Eltern haben das immer so gemacht. Und der nächste Punkt, der nächste Satz und das nächste Sprichwort ist genau das, was wir so häufig, also ich habe das so häufig von meiner Mutter gehört, in meiner Kindheit, in meiner Jugend und von meinen Lehrern auch ganz häufig. Das ist der Satz, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und das ist einer der ersten Ratschläge, den ich in unseren Garantiekursen gebe. Ich sage, Leute, das stimmt nicht. Wenn ihr zuerst ganz viel fleißig lernt, und euch dann etwas gönnt und dann sagt ihr, okay, jetzt erlaube ich mir, eine Folge von meiner Lieblingsserie auf Netflix anzuschauen. So, dann bedeutet das, dass dir das ganze Lernen davor keinen Spaß gemacht hat, dass du dich gezwungen hast zu lernen, dass du dich mit monströser Disziplin irgendwie überzeugt hast und hast dich gezwungen zu lernen. In dem Fall geht es um Arbeiten, aber ich glaube, das bessere Beispiel für uns ist, wenn du für eine Prüfung lernst zum Beispiel, dann musst du zuerst 5 Stunden am Tag oder 10 Stunden am Tag lernen. Und wenn du dann noch ein bisschen Energie hast, dann kannst du auch ein bisschen Spaß haben. Aber meistens kommen die Leute in unsere Kurse und sie sagen, nein, ich habe alle meine Hobbys aufgegeben. Ich habe meine Kinder zur Adoption freigegeben und ich habe meinen Hund verschenkt und ich habe alles, habe die Fenster zugemacht, damit ich kein Tageslicht sehe. Ich werde lernen, bis ich die Prüfung bestanden habe. Und wenn ich sie bestanden habe, dann erlaube ich mir wieder ein bisschen Spaß und Freude am Leben zu haben. Und ich bin jedes Mal schockiert und ich sage, mein Gott, wenn ich so etwas machen würde, ich hätte gar keine Lust mehr, irgendwas zu lernen. Und der Trick bei unserem Gehirn ist ja, wenn wir keine Lust mehr haben, wenn wir kein Interesse mehr haben, dann sagt unser Gehirn sowas wie ein 6-jähriges Kind, das gelangweilt ist, das keine Lust mehr hat. Es sagt so, okay, können wir jetzt bitte Netflix schauen gehen? Ich möchte nichts mehr lernen. Und dann, was passiert dann? Wir zwingen uns weiter zu lernen, weil wir ja tolle Ziele haben und so weiter. Lernen funktioniert nicht mit Gewalt. Ich sage das nochmal. Lernen funktioniert nicht mit Gewalt. Und wenn es einen Tag gibt in deinem Leben, wo du sagst, boah, heute geht gar nichts,
Heute bin ich einfach nur faul und unproduktiv und ich kann mir nichts merken. Ich erinnere mich nicht mehr an das, was ich gestern gelernt und gelesen habe. Das ist einfach nur frustrierend. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Du kannst dich zwingen, trotzdem zu lernen, oder du kannst dir eine Pause gönnen. Ich weiß, das klingt sehr unerwartet und ungewohnt. Pause beim Lernen, aber ich habe doch meine Prüfung noch gar nicht bestanden. Ja, hast du nicht, aber du wirst sie auch nicht bestehen, wenn du wie für die Olympischen Spiele trainierst. Lernen funktioniert mit Spaß viel, viel einfacher und viel schneller. Und jedes Mal, wenn mich jemand fragt, ja Maria, soll ich jetzt 8 Stunden jeden Tag lernen, weil ich ja für die Prüfung so viel lernen muss, so viel Wortschatz und so viel Grammatik, dann sage ich, nein, es geht nicht darum, wie viele Stunden du jeden Tag lernst, es geht darum, wie oft du lernst. Es geht darum, ob du dir wirklich jeden Tag diese von mir aus 30 Minuten Zeit nimmst und sie nutzt und zwar kontrollierst, dass du in einer positiven, motivierten Stimmung bist und nicht so wie, du nimmst dich wie so eine Katze am Nacken und zwingst dich zu lernen und verbietest dir irgendwelche Dinge, die dir Spaß machen und sagst, nein, du darfst heute keinen Kaffee trinken gehen mit deiner Freundin, du darfst nichts auf Netflix anschauen, du darfst nicht joggen gehen und du darfst nicht deinen Hund anschauen, bis du die Prüfung bestanden hast, beziehungsweise bis du heute diese 5 Stunden gelernt hast. So, in diesem Sinne, vielleicht hast du gemerkt, dass ich so ein bisschen sehr emotional werde bei diesen Themen. Ich finde, niemand außer uns selbst kann entscheiden, was für uns stimmt und was für uns nicht stimmt. Man kann diesen Satz nehmen und als Regel behandeln, als Regel befolgen. Man kann diesen Satz auch in einen Rahmen an die Wand hängen, es jeden Tag anschauen und denken, ja, das sind die Regeln meines Lebens. Aber man kann auch solche Sätze einfach nur hinterfragen. Und hinterfragen ist ein wunderbares Wort. Es bedeutet, dass ich nicht einfach wie ein Fisch alles schlucke, was mir angeboten wird, sondern dass ich kritisch denke, dass ich mein Gehirn benutze. Wenn du Vera Birkenbiel kennst, dann kennst du ihren Spruch vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer. Also, ich hoffe, jeder, der dieses Video angeschaut hat, ist ein Gehirnbenutzer und nicht bloß ein Gehirnbesitzer. Ich hoffe, dieses Video hat dir ein paar Tipps und Ideen gegeben, was du in der mündlichen TELC C1-Prüfung machen kannst, wenn du ein Sprichwort kommentieren musst. Vielleicht hat es dir auch in anderen Situationen geholfen, das weiß ich nicht. Und ja, ich freue mich wie immer über einen Like und ein Share, also wenn du das Video mit anderen Menschen teilst, die es vielleicht interessieren könnte. Und ich freue mich, wenn du Kommentare schreibst und ich freue mich, wenn du dich auch für das nächste Video, das ich mache, interessierst. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.